Avantgarde und planchefrei für den Fechtnachwuchs beim Gig Cup des SC Berlins. Zahlreiche Berliner Fechttalente unter 15 hat es dieses Wochenende ins Sportforum Hohenschönhausen gezogen, um nach ihrer monatelangen Wettkampfpause endlich wieder ihr Talent und ihre Erfahrung aus dem Training im Florett unter Beweis stellen zu können. Ich freue mich auf jeden Fall. Also es gab schon Probleme, ob es überhaupt stattfinden würde oder nicht. Aber ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass es doch stattfindet. Das Besondere? Der Wettbewerb ist sogar so beliebt, dass auch internationale Konkurrenz aus Polen, Russland, Bulgarien und den Niederlanden daran teilnimmt. Dennoch ist es ein Berliner, der am Ende aus dem 25 Mann starken Teilnehmerfeld als Sieger hervorgeht. Und das ist niemand Geringeres als Konrad Kolb vom SC Berlin. In einem hart umkämpften Finale siegte er gegen Fabian Costa aus den Niederlanden mit 12:11 nach Ablauf der Zeit von 3x3 Minuten. Es ist einfach super, dass mal wieder ein Wettkampf stattfindet. Es war jetzt, ich glaube, ein halbes Jahr lang wieder der erste jetzt, wo ich dabei war. Und dann direkt zu gewinnen, ist halt einfach ein tolles Gefühl. Auch Konrads Teamkamerad Matteo Philippheit vom SC Berlin hat Grund zur Freude. Zwar musste er sich im Halbfinale gegen seinen besten Freund geschlagen geben, am Ende reicht es aber für den dritten Platz. Ich bin relativ zufrieden. Im letzten Gefecht glaube ich, dass ich etwas besser hätte fechten können. Aber insgesamt bin ich froh, ja. Und um den ganzen Tag noch die Krone aufzusetzen, siegte auch bei den Damen der SC Berlin. Bele Karius triumphierte über Marie Fischer vom OSC Berlin. Doch bis dahin war es ein langer Weg. Nach einer Schrecksekunde und Behandlungspause ihrer Hand kämpfte sie sich tapfer zurück und konnte das Gefecht in den letzten 3 Minuten drehen und schließlich mit 15:11 für sich entscheiden. Dafür sorgte vor allem die Unterstützung ihres Trainers und ihrer Freunde. Auf jeden Fall an Erik danke dafür, weil ich glaube, allein hätte ich das sonst nicht geschafft. Und an meine ganzen Freunde, die mich motiviert haben, dann hatte ich nochmal so einen Schub. Aus Sicht des SC Berlins war der Wettbewerb mit einem Doppelsieg und insgesamt 3 Podiumsplätzen also ein voller Erfolg. Und auch wenn es nicht alle jungen Fechttalente unter die besten 3 geschafft haben, konnten sie auf jeden Fall ihr Können zeigen, ihre Leistung verbessern und sind bereit, wenn es das nächste Mal heißt, en garde und planche frei.